Hallo ihr wundervollen Eisrollen und Eisroller draußen. Ich habe mir heute was überlegt und zwar wird es heute richtig verrückt, denn ich habe Brennnessel hier und damit auch einen Brennnesseltee und mit all diesen Dingen machen wir Eisrolls. Zuerst einmal Spachteln weg, dass ich meine Hände frei habe, den Tee auf die Seite geben und dann pflücken wir hier ein paar Brennnesselblätter, weil die Brennnesselblätter möchte ich gerne ja, in das Eis reingeben. Ich hoffe nur, wir verbrennen uns danach nicht die Zunge. Doch ich glaube, das dürfte kein Problem sein. Wenn du magst, kannst du natürlich gerne meinen Kanal abonnieren, während ich hier die Brennnessel pflücke. Da freue ich mich über jeden neuen Abonnenten. Und falls du Lust hast und dir gefallen meine Videos, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Like freuen und wenn du meine Videos damit auch teilen magst. Das ist auch total nett von dir. Dankeschön. Ja, ich glaube, das reicht. Gut, dann gebe ich die mal weg. Ich glaube, die werde ich dann aufbewahren noch und mir dann später einen Tee machen, bis dass dieser Zweig keine Blätter mehr hat. Dann zerkleine ich jetzt zuerst einmal die Brennnesselblätter, indem ich sie mehr oder weniger nur auseinanderreiße mit den Spachteln. Und das funktioniert sehr gut. Ja, da bin ich schon zufrieden, wie gut das funktioniert. Geht leicht, absolut kein Problem. Ja. Schreib mir doch gerne mal, wenn du magst, in die Kommentare, ob du schon einmal Brennnesseleis gegessen hast. Ich noch nie. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Und wenn du Brennnesseleis magst, dann lass doch gerne ein Like da. Hier noch ein bisschen werde ich jetzt Tee dazugeben. Brennnesseltee. Weil mit diesem Brennnesseltee würde ich gerne noch ein Slush-Eis machen. Das heißt, wir machen heute die Brennnessel selber mit dem Brennnesseltee Slush Eis und dann gebe ich dann den Premix dazu, damit wir dadurch unsere Eisrollen bekommen. Das ist zumindest mein Plan. Ob es funktioniert oder nicht, das mag noch dahingestellt sein. Doch ich werde mich bemühen, dass wir am Ende ein leckeres und tolles Ergebnis bekommen. Doch jetzt ist die erste Herausforderung, den Tee von der Platte runterzuschaben, weil der extrem an die Platte gefriert, merke ich gerade. Doch das ist auch kein Problem. Dann haben wir gleich unseren Slush-Eis, Brennnesseltee, hier noch ein bisschen, ja und hier noch schaben, geht gar nicht leicht, doch absolut kein Problem. Wie du sehen kannst, bekommen wir hier schon unser Eis. Jetzt gebe ich das zusammen. Das ist perfekt. Ups. Hier noch wegschaben. Zugeben. Und hier noch ein bisschen wegschaben. Und dann wird das eine recht hoffentlich leckere Eisrollgeschichte. Manchmal frage ich mich, wie mir immer wieder diese Ideen kommen. Jeder andere würde nur ein Brennnesseleis machen. Ich schütte natürlich auch noch Brennnesseltee dazu. Das ist wieder typisch. Gut, dann vermische ich jetzt den Brennnesseltee mit den Blättern. Ja, schon eine tolle Mischung. Hier noch ein bisschen wegschaben. Jawohl, jetzt ist das schon ein schönes Häufchen geworden. Und jetzt Premix dazu. Schüttel, schüttel, shake, shake. Wie immer. Und rauf. Ja, schön cremig, fließt gut.
glaube, das wird eine cremige, tolle Sache. Jetzt zermische ich alles miteinander. Zerstampfen, zermatschen, zermalmen, dass sich alles gut miteinander verbindet. Immer wieder wegkratzen, weil es gefriert durch den Tee doch ziemlich hin. Hier noch ein bisschen verstampfen, zermatschen. Gar nicht mehr übel. Gefällt mir schon sehr gut. Jetzt wird es langsam. Jawohl, die Konsistenz ist auch schon ziemlich gut. Und dann können wir bald schon mit dem Ausstreichen beginnen. Hier noch ein bisschen zerkleinern und zermischen, zermampfen und zerstapfen. Das mag ich immer ganz gerne, das liebe ich, alles zu zerkleinern. Schreib mir doch gerne mal, wenn du magst, einen Kommentar, was dein Lieblingseis ist. Ich mag Erdbeeren sehr gerne. Ja, das ist jetzt das Ergebnis. Und dann fange ich mal an mit dem Ausstreichen. Ja, wow, super. Das streicht sich gut. Da bin ich wieder zufrieden. Hier noch ein bisschen, dass ich einigermaßen Kanten zusammenbekomme. Und auch hier unten ein wenig. Alles verteilen und verstreichen. Hier noch ein bisschen hindrücken alles, dass es schön gefriert. Bin ja gespannt, wie das rollen wird, weil wenn eine Flüssigkeit dabei ist, dann kann es gerne sein, dass es bricht. Jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Tee dazu. Als ob das für vorhin schon nicht gereicht hätte. Egal, ich probier's. Und das für euch. Gut, und dann, wie rollt es? Wow! Ui, bin angenehm überrascht. Das rollt ja viel besser, als ich gedacht habe. Nummer 2. Ich bin ja gespannt, wie das schmecken wird. Nummer 3. Na, darf ich ein bisschen mehr schieben? Und die letzte, Nummer 4. Wir haben 4 schöne Eisrollen. Das gibt eine tolle Portion. Gut, jetzt habe ich noch eine Deko hergerichtet. Zuerst das Teller, die Eisrollen drauf, Nummer 2 und die Nummer 3. Bleib schön liegen. Hier die Nummer 4. Na, komm her. Ja, perfekt. Liegt, wackelt und hat Luft. Jetzt meine Deko. Zuerst mal Brennnessel rauf. Dann etwas für das Auge. Dann etwas zum Naschen für danach. Dann ein bisschen Smileys dazu, wieder etwas für das Auge. Ups, jetzt bleib schon hier. Ist mir die Decke runtergefallen. Ja, hier noch eine Kleinigkeit dazu. Ich finde, es ist sehr schön geworden. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Ja, und das ist jetzt das Ergebnis. Et voilà!